Liebe Zuschauer, die Stimmung an den Aktienmärkten ist getrübt. DAX, Dow und Co. haben in den letzten Tagen ordentlich Federn gelassen. Wie ist die Stimmung im Fondsbereich und bei den ETPs? Das wird uns gleich Philipp Rucker verraten. Er ist Händler hier auf dem Stuttgarter Börsenparkett für Fonds und für ETPs. Wie reagieren denn die Anleger in dem Bereich? Sind sie besonnener als der Gesamtmarkt oder wird da auch ganz oft der Verkaufsbutton gedrückt? Also wir haben natürlich zum einen den Handelskrieg zwischen den USA und China, der ein bisschen auf die Stimmung drückt, zum anderen ein bisschen geschwächtes Fundamentaldatenumfeld. Aber nichtsdestotrotz haben wir in Stuttgart weiterhin Käufe gesehen in den etwas breiter diversifizierten MSCI World Indizes. Also die Leute haben oder die Anleger haben versucht oder beziehungsweise das etwas niedrigere Kursniveau genutzt, um ihre Einstände ein bisschen zu verbessern und sich weiterhin bullisch im Markt zu positionieren. Also etwas besonderer als am Gesamtmarkt, wo doch einige den Verkaufsbutton gedrückt haben. Jetzt fällt auf, dass in den USA derzeit viel Geld in den Anleihenmarkt fließt. Ist das ein Bild, das ihr unten auch auf dem Parkett seht? Ja, also die extrem flache Zinsstruktur in Amerika zeigt es natürlich, also was für Wahnsinnssummen da gerade das lange Ende der Zinsstruktur gepumpt wird. In Stuttgart haben wir eher ein anderes Bild. Die Anleger positionieren sich eher in Unternehmensanleihen, in speziellen solide bewerteten amerikanischen Unternehmensanleihen, die auch ein gewisses US-Dollar-Exposure dann bieten. Und es gibt derzeit noch mehr Gründe, ETFs in Stuttgart zu kaufen. Ihr habt eine Aktion gestartet, die gilt den ganzen Monat. Verrat mir, was steckt dahinter? Ja genau, wir haben ein kleines Portfolio zusammengebastelt oder beziehungsweise ein breit diversifiziertes Portfolio zusammengebastelt an Fixed-Income-ETFs, um den Anleger die Möglichkeit zu bieten, für größere Volumina, also bis zu einer Million und zu attraktiven Spreads vielleicht doch noch den Switch von Equity zu Fixed-Income zu schaffen. Ja. Einfach weil ihr seht, dass Anleger derzeit verstärkt auf den Anleihenmarkt schauen, deswegen das Angebot. Genau, das war so ein bisschen die Intention. Wir haben vermehrt Flow gesehen in diesen Fixed-Income-ETFs und wollten den Anlegern dann doch die Möglichkeit bieten, sich da kostenschonend umzuorientieren. Ja. Also gute Konditionen für einen Bereich, der momentan besonders spannend ist. Liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf den ETF-Handel hier an der Börse Stuttgart. Wie immer mit Philipp Rucker, der uns ein paar Minuten zur Verfügung stand. Philipp, ganz herzlichen Dank. Danke.